Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Leocraft zur 15. Folge im Redstone Bunker von The Joecraft. Und heute machen wir keine Ahnung was. Also ich hab ehrlich gesagt für diese 15. Folge noch keine Ahnung, was wir machen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten und ihr entscheidet das nicht. So viel weiß ich jetzt schon mal. Wir könnten den Laden fertig machen und das damit ist die. Nanu? Was ist hier? Hier ist ein Minecart und das Minecart sagt. Fehler 1, Item nicht gefunden und Bunker mit für den Redstone-Bunker. Hallo? Warum hat er den. Gut, dass ich. Es ist doch schon mal gut, dass ich mir ein Fehlersystem eingerichtet. Denn gerade im Bauen kommt es öfters zu Fehler. Also, hier wurde ein Item nicht gefunden und zwar die Bunkermünze. Warum kann die Bunkermünze nicht gefunden werden? So, einfach mal quer hier durch. Bis dahin, wo wir das Ganze, den ganzen Schrott haben. Bunkermünze. Ich hab doch von der. Hab ich das. Nee, das hab ich nicht. So, hier. Zack. Weil ich im Game Mode Dingens bin. So, jetzt aber. Zack. 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 Wie oft müssen die rein? 18 Mal, oder? Ja. Zack. Zack, zack, zack. Zack. So, jetzt leckt's wieder, weil ich einmal quer durch die Welt fliege. Das ist auch noch eine. Die muss auch noch ans Debug-System angeschlossen werden. Aber das mache ich jetzt nicht. Denn jetzt. Nehme ich mir diese Entität in die Hand und setze sie hier hin, stupse sie ein bisschen an, was natürlich mal. Ey, was, wo ist die hin? Ui. Also ein Spieler nimmt Items eher auf als eine Entität. Sehr schön. So, kommt die jetzt davon an? So, und jetzt sollte alles funktionieren. Für die Bunkermünze. Fehler 1, Item nicht gefunden. Das kann eingelagert werden. Ja, die Fehlermeldung kann eingelagert werden. Die kommt wieder zurück. Okay. Und das war der Fail des Videos. So, jetzt. Jetzt geht's etwas schneller. Tschüss, Papierchen. Eine mal Kurve fahren und dann verschwindest du auf Nimmerwiedersehen. Während wir hier so lange weitermachen und uns überlegen, was man noch kaufen kann. Außer Bunkermünzen. Man könnte ja Emeralde kaufen. Das wäre eigentlich nur Verschwendung. Wenn man Emeralde kaufen könnte, ist es. Wäre wirklich Verschwendung. Aber, es kann doch. Nee, also komm, wer so blöd ist und seine Emeralde keine Ahnung wohin haut. Der muss bestraft werden, einfach damit. So. So, was können wir noch gebrauchen? Netherwarzen müssen wir uns scheinbar cheaten. Ja, das müssen wir. Oder wir machen den vierten Job, die Netherwarzen. Der Netherwarzenanbau
Machen wir einen. Was können wir dann so ähnlich machen wie. Moment. Das können wir machen. Netherwarzenfarm abernten bringt Emeralds. Aber da Netherwarzen ja geerntet. Ist dieses System hier irgendwie verbunden? Nee, oder? Wenn ich. Mama Cookies. Das ist schon. Schauen wir jetzt mal. So. Cookies. Cookies ist was zu futtern. Zack. Zack. Zack, zack. Ich habe nichts gefarmt. Ich habe Cookies von irgendwo. Ja, das funktioniert. Das heißt, wir können für Nether Warzen und für Cookies das Gleiche. Dann würde ich es doch sagen, dass. Moment. Ja, jetzt, was ist mit den Cookies? Soll es für 25 Netherwarzen ein. Wir müssen das counten. Also wir müssen irgendwo. Da werde ich mir auch heute ein Konzept überlegen, das. So, 5 ist leer. Ja, ist leer. Gut, dann können wir rausgehen. 5 Emeralds haben wir verdient. Gehen raus und wir haben was verdient. Wir gehen jetzt. Wir machen das, was man nie machen sollte. Wenn das hier aufhört zu lecken. Ist Nacht, oder? Nee, ist Tag. Gut. Nein, Trambahn ist abgefahren. Menno, so, die da fährt. Die kriege ich aber noch hin. Wehe, wenn das jetzt Nacht wird. Wer jetzt abfahrt? Wir fahren nämlich jetzt in die Bunkerarkaden und gehen ins Casino in dieser 15. Folge. Wir machen mal eine unproduktive Folge. So, geht das? Ah, mit D steuert man hier. Nicht, ich dachte mit dem Pfeiltasten. Gut, man lernt immer noch aus Bootfahren, beim Bootfahren oder beim Bunkerbahnfahren. So, wie viele Frames haben wir eigentlich? 9, das war schon mal besser. 11, 12, dann bitte. 13. Ich habe so das Gefühl, sobald man diese Anzeige hier einschaltet, geht's hoch. So. Wir sind bequem und faul und fahren deswegen mit dem Aufzug ins Casino. Da mit diesem schicken Aufzug, schick in lila-gelb gehalten. Dann drücken wir hier auf den Knopf, zack, fahren hoch. Während auf der anderen Seite der voll mit Backblöcken bepackte Aufzug runter. So, und jetzt machen wir. Wir gehen ins Casino und legen 5 Smaragde ein.
Müssten jetzt 25 halten, erhalten. So. Gehen zum Kamelrennen. Und da das Jahr 2018 ist und 2018 durch 2 geteilt 4 ist, wetten wir alles auf Lama 4. Und dann setzen wir uns auch noch auf Lama 4 und alles oder nichts, komm. Yes! Nein! Komm! Lama! Yes! Alter, wir sind hier. Nice! Nein! Wehe! Nein! Nein! Doch, Glück gehabt. Ja, noch einer. Wehe, wenn der uns über. Wehe. Yes! Gewonnen! Oh, das gibt einen fetten Gewinn. Haha. Warum soll man da nicht drauf können? Man kann sich hier draufstellen und dann einfach die Tickets bekommen. So, und ich habe jetzt gewonnen, werde immer reicher und sage aber tschüss zu euch und macht's gut. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Luxuszimmer holen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.